Sie, was von Ihnen verlangt wird, Requiem. Finden Sie Valentina. Vernichten Sie Ihre Armee, sonst wird Epilot ausbluten. Wie ist die Idee, wenn wir jetzt noch ein oder zwei Hansels leben lassen und die ganzen Teile einsammeln? Geht damit nicht, wir nicht so hoch geht kommen? Nicht. Geht nicht, weil ach, geht nicht. Okay. Um in den Bauersladen da reinzukommen, muss der Strom an sein, weißt du? Mhm. Wenn man bedenkt, Valentina hat das alles offen geplant. Okay. Jahre der Hingabe an so, ich sammle KGB die Teile ja schon so ein. Hier, da liegt eins. Um ich finde schon ihre schlimm. Eigene Agenda zu nutzen. Wir waren arrogante Narren, geblendet von ihrer augenscheinlichen Loyalität. Sie hat ihre Geschichte, ihren Vater und ihr Vermächtnis gut verborgen. Finden Sie die Energiestation des Stadtteils. So, killst du? Brauch. Wie geht's denn so? Du hast 1000. Komm, mach Tür auf. Sind zuverlässig. So, die nächste Tür ist hier links, ne? Das ist die nächste, die wir aufmachen müssen. Ist aber schön, dass du nur messerst. Ja. Bonuspunkte. So. Bonuspunkte. Komm, hier runter. So, hier liegt das nächste Teil. Eben, ich finde schon Action. Mir ist eben aufgefallen in der Disco, dass ich nicht mehr so massig viel Munition hatte. Weil Messer waren entscheidend so für meine Inversionssprengköpfe. Wissen Sie mir? Noch? Wo ist der Sturm? Sie haben sie auf den Grund des Ozeans geschickt. Hier. Werde ich dann gehandelt? Da liegt Munition übrigens, ne? Wenn du Munition brauchst. Ihrer Reise, so aber jetzt nicht mitbringen? Mehr. Ja. So, komm mit. Hier liegt das nächste da Teil. Da mir nichts einzuwenden. Na? So, dann da vorne musst du noch Geheimdaten einsammeln. Ich hab die schon alle. Ich hab schon alle Übertragungen. So, ich glaube, du hast genug, ne? Ja, 1,5. Ja, 1,5 brauchen wir. Bist du schon wieder? Ja. Hier. Siehst du, und hier, Bauersladen ist noch zu. Die Tür, hier ja. Unten. Ja. Du kannst mich am Arsch lecken, du Mistkerl. Hast du? Ja. Oh, jetzt der Zug. Vorsicht, Schienen. Nach allem, was Sie überstanden haben, wollen Sie nicht vom Zug überrollt werden. Da. So, ich glaube, ich habe genug. Ja. Sieh mal an. Requiem hat seinen eigenen Blechmann. Ist er hier, um sein Herz zu finden? Oder sucht er nur seine Hände? Ich würde sagen, die Hände. Die Hände. 1750, du musst killen. Bisschen näher dran. Insta-Kill. Bleib hier vor der Tür stehen, sonst verlaufe ich mich. Ja, das ist das Gute, das ist ja Ausrufezeichen. Zeigt er ja an, wo wir hin müssen. Ja. Aber du hast recht, wir können ruhig hier bleiben. Einfach den Abzug. Hier
Hier sind viele. Oh, Nuke lassen wir mal, ne? Du hast genug. Da können wir dort. Das ist, glaube ich, der letzte gewesen, ne? So. Ja. Strom rein. Ich sollte überrascht sein, aber das hier ist West-Berlin. Ich wäre also eher geschockt, wenn irgendwas funktionieren würde. Hier gibt's bestimmt irgendwo Sicherungen. Ich muss, glaube ich, zwei Stück. Da haben wir's. So, ich gehe kurz den Sturm erledigen. Mhm. Du kannst bis auf den letzten alle töten. Willkommen auf unserer Party, Bruder. Mhm. Ja. Alter, tingeln die mich hier. Mal sehen, wie euch das gefällt, ihr Arschgeigen. So, ich habe jetzt mal einen Teil von dem Hase so. Alle Munition. So, jetzt zurück in den Bauersladen, weil jetzt ist er geöffnet. Komm. Du hast ja schon Rüstung. Ja. Kess, kess, kess. Ach, wir Ochsen. Ganz ruhig hierbleiben. Ich habe vergessen, den Strom einzuschalten. Hab die Sicherung geholt, aber ist ja noch alles dunkel hier. Gut. Valentina hat nach dem Berliner Labor von Endstation gesucht. Es muss in der Nähe sein. Hast du das Teil gefunden? Mhm. Sauber. So, dann zum Wunderfitz-Automat. Komm hier lang. Da ist das letzte. Ich finde schon Action. Da, wo ich markiert habe. Kann ich mir was kaufen am Wunderfeld? Na dann. Mit 1930 kommst du da nicht weit. Oh ja. Komm hier zu mir rüber. Also ich hab jetzt, dass sie erst hier rüber auf die Seite. Auf die Seite. Rüberkommen, weißt du, ja, dann rennen also wir da vorne weg. Ich hab jetzt nur zwei Stim dabei. Das ist schon mehr als ich. Oh. Zwei Mängler. Ja. Einer ist kaputt. Und ich glaube, neue Runde fängt an. Ja. So, wenn die Musik wieder aussetzt, jetzt kommen sie wieder. Mhm. Sehen, wie euch das gefällt, ihr Arschgeigen.
Pferdchen. Nein! Haben wir noch Kontakt? Wir rennen hier zwei Mimiker hinterher. Denk an deinen Dings. Megaton haben wir auch noch. Tot. Tot. Denk an dein Steam. Das ist Hauptsache, die Geheimdaten muss ich einsammeln. Scheiße. Zu Ende. Haben wir leider nicht geschafft. Aber egal. Okay, dann muss ich eine andere Waffe mitnehmen. Die Hauer ist langsam. Ist vorbei, geht nicht mehr. Ach so. Na, so, jetzt möchte ich erstmal einen Jugger haben. Arschloch. Doppelte Punkte. Hab auch ein Steam. Töte nur so viel, bis du dir Jugger kaufen kannst, ne? Ich hab schon eins gekauft, du bist alles, dran. Alles klar. So, dann müssen wir jetzt zum Pack-and-Punch-Automat. Mhm. Kommst du hier zu mir? Wo bist du? Ja. Lauf mir hinterher. Aber wir sind trotzdem schnell. Ja. So, jetzt müssen wir hier den Kleinen hier fertig machen. Beim Pack and Punch, ne? Mhm. Wo ist der Dicke? So, Pack and Punch ist fertig. Tingle mal mit dem letzten. Ich suche die Radarschüssel eben. Wo kommt der letzte? Mhm. Wo ist er? Da ist der letzte. Alles klar. Tingle mal ein bisschen mit ihm. Ich suche eben die Radarschüssel. Oh, hier ist auch noch. Bleiben Sie aus dem Licht. Das automatische Geschütz visiert sich sofort an. Das sollte ich nicht extra erwähnen müssen.
Okay, also für dieses Easter Egg, entweder müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen am Anfang, dass wir ganz DLC 4 und sowas mitnehmen können. Ich bin gierig. Ich hoffe, weißt du, dass ich das Hasen-Easter Egg machen kann, weißt du? Und dass ich dann als Belohnung einen Jugger bekomme. Ne? Weil ich würde gerne, weißt du, weil bei den anderen Easter Eggs kriegst du immer als Belohnung einen Jugger und da habe ich, hab ich meistens schon einen. Aber du hast recht. Wir machen es nochmal irgendwann anders. Und dann gehen wir da top ausgerüstet, gehen wir da runter. Ja, also das hat ja auch irgendwie keinen Wert. Wenn wir... Rotblinze war okay, aber die ist so langsam im Nachladen. Ja, ja, klar. Ja. So, dann muss ich irgendwas anderes... gepuncht wär die auch nice, ne? Wieso hast du hier dein Dings nicht hier? Ja. So, okay. Der tingelt mir da hinterher. Genau. Ja, also da müssen wir uns, glaube ich, mehr Zeit lassen, bis meine oder deine gepanzt ist und wir irgendwie... Das war ja jetzt nur ein Side-Easter Egg. Wir wollen ja das richtige Easter Egg machen, deswegen. So, ich habe die Radarschüssel. Jetzt brauche ich... Komm, ich übernehme den mal und du guck mal, ob du dir die Fäule kaufen kannst. Nee, kostet 2. Kostet 2? Ja. Mhm. Ja. Dann weg mit dir. Dann müssen wir jetzt hier eine Runde kiten. Du hier oder Panzer? Panzer. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen in meinem Ehrgeiz, dass wir das jetzt immer noch nicht geschafft haben. Wir schaffen ne? das schon irgendwann. Nein, nur ich wollte jetzt nicht, weißt du, weil ich will nicht in so hohen Runden dann den Bossfight machen, weißt du? Ja, klar. Kann ich euch eigentlich noch messen? Ja, einfach den Abzug drücken, wie in der Schule. Ja. Weil du hast schon recht natürlich, ne? Also. Du kannst dir schon die Fäule kaufen, wenn du möchtest. Muss nicht. Ja. Okay, dann kaufe ich sie. Eklige Fäule. Du musst aber dann einen leben lassen und lass mich mal. Punkte. Hast du noch den einen, ne? Nee. Ey, ich muss den. Ich hab jetzt noch 3. Ja, ich hab genug. Übernimmst du die? Ja. Ich gehe eben mir die Fäule holen. Mhm. Hier Fäule. Alles klar. So, ich laufe da schon mal rüber. Du brauchst nicht mitkommen. Du kannst hier bleiben. Ich sag dir dann gleich Bescheid, wenn du die umlegen kannst. Ne? Nimm mal beide. Mhm. Die eine Oma rennt mir hinterher. Hab beide. Alles klar. Ich gehe da eben rüber und dann sage ich dir Bescheid, wann du die umlegen kannst. Okay. Meinst du, wenn wir zu dritt sind, klappt das besser mit diesem Easter Egg vielleicht? Nein, ich brauche dich für das, was du jetzt gerade machst, ne? Das ist nämlich entspannt. Zum anderen habe ich gehört, solo soll das Easter Egg ein bisschen buggy sein, ne? Und wenn du zu dritt machst, weil die passen ja immer die Stärke an, deswegen macht keinen großen Sinn.
Okay. So, du kannst ihn umbringen. Du bleibst da und wartest einfach, ne? Ich komme gleich wieder, sobald ich die Hände hab. Ja, okay. Nur halt wieder einen leben lassen, ne? Oder drei. Ja. Na, irgendwie ist drei so die magische Zahl, da sind sie nicht so schnell. Da habe ich auch schon eine Kontrolle. Sie ruppt die Tür ein. Sie hat die Tür eingeruppt. Vielleicht schätzen wir die Situation falsch ein. Vielleicht war das ein schiefgelaufenes Privatexperiment. So. Hände habe ich. Ich komme jetzt wieder zu dir zurück. Mhm. So, und dann lass mich auch mal ein paar Punkte machen. Ups, kann ich noch nicht. Also, du kannst noch bis 5 killen. Dann solltest du punchen. Und dann möchte ich auch gerne ein paar Punkte machen, damit ich auch gleich punchen kann. Okay. Boah, 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 Zug. Fast den Arsch abgefahren. Hätte ich Geld. So, du machst, ja? Ja. Ja, ich brauche Kohle für Punch. So, soll ich jetzt einen Perk aufnehmen oder wir machen das? Wie du möchtest. Also, wenn du einen Jugger hast, finde ich das super. Und ansonsten Perks je nach Gutdünken, ne? Aber erstmal solltest du punchen, ne? Hast gepuncht? Ich habe jetzt einmal kurze Leitung aufgenommen. Ach so, alles klar. Du weißt, dass gleich ein Krasny kommt, ne? Mhm. Dann jetzt wieder. Killen bis du 5 hast und dann punchen erstmal. Okay. Komm, wenn du tote Leitung hast, kauf ich mir meine Napalmsäure. Ich habe ein paar schlechte Nachrichten für Sie. Da ist Rüstung? Sie markiert nur, aber sagt nichts. Gehst du rüber, lässt du mir die hier? Ja, ich bin konzentriert, dass ich alle umlege. Mir fehlt noch einer. Da kann ich tanzen. Ja, dann hau rein. Hab. Wie werde ich denn gehandelt? Gut. Ich habe ein paar schlechte Nachrichten. Hast du noch genug? Ja. Übernimmst du den mal kurz? Ich will mal gucken, ob ich meine Waffe aufwerten kann. Kann ich. Zweimal sogar. Ja, ja, geh mir nicht auf den Keks. Hat er jetzt oder hat er nicht? Hat er nicht. Blöder. Scheiß Lichtstrahl. So, ich übernehme. Guck du auch mal, ob du deine Waffe aufwerten kannst. Also ich habe meine jetzt schon auf blau. Hm.
Meine geht nur grün. Grün ist schon mal besser als rot. Ja. Arschloch. So, jetzt kommt der Krasny. Waff. Ich hab ne Hauer. Ich hab auch ne Hauer. Was bleibt da denn? Ach, hast du auch eine mitgenommen? Ja, ich sag, spiele ich immer mit Schrotflinte. Das. Und die Hauer ist die einzige Schrotflinte, die noch hier Headshots braucht. Ach, ist erst Runde 9. Na. Kommen noch genug. Ja. Ist das Runde 9, da kommt das nächste Runde. Dann kriege ich doch noch die Punchung. Heißt jetzt, ich kann alle umlegen. Bitte den letzten leben lassen. Okay. Ach nee, nee, du kannst alle umlegen. Wir müssen den Krass nicht machen. Ja, ne? Ja. Deswegen, ohne den Krasny geht nicht weiter. Kannst alle umlegen. Muss nicht aufpassen. Gepuncht hast du jetzt? Ja, yeah, einmal gepuncht und einmal Totoleitung habe ich drauf. Ja, das ist doch super. Oh. Aber du kannst einen leben lassen, um dann zu gucken, ob du deine Waffe aufwerten kannst. Ja. Ich weiß nicht, was du brauchst noch. Also ich habe hier keine mehr. Hattest du da noch? Okay. Ja, zwei. Die habe ich jetzt umgelegt. Das ist jetzt umgelegt. Da liegt noch Schrott. Ich habe eh zu wenig. Mein Schrott. Ja, ich habe eh zu wenig. 240 habe ich. Von dem grünen Schrott? Ja. So, wo bist du? Oh, da ist der Krasny. Ah, lass ihn erstmal hinkommen. Yeah. Krasny ist weg. Ja. Ich weiß, das Umweltbewusstsein wirklich zu schätzen, aber ist das die richtige Zeit? So, Batterie, ja. Batterie hast du aufgenommen? Ja, hast du. Ew. Super. Ja komm, dann gehen wir eben den Klaus machen. Einfach leben lassen. Wenn er mich durchlässt. Ja, wenn er dir im Weg ist, kannst du noch killen, aber. Endlich! Es war furchtbar langweilig, einfach nur auf eine Aufgabe zu warten. Entschuldigung. Hallo, ich bin Klaus. Ich soll helfen. Der Robo nicht programmiert. Wobei ich nicht weiß, wer mich programmiert hat. Nämlich, wie das ein Wendling ist? Ich bin nicht sicher. Ist bestimmt nicht. Egal. Ich soll Ihnen helfen. So, jetzt darfst du wieder nicht töten. Sehen Sie, Requiem. Er ist programmiert, um zu helfen. Der Klaus muss sie umbringen. Haben, aber Ihnen geschieht bestimmt okay. Nichts. Hilfsbereit, so bin ich eben. Immer aus dem Weg laufen. Auf der Gleise tingle ich ungern rum, aber so ist das. So, dann schnapp ich mir mal die Schwarzlichtfunktion. Ich hatte mal Schwarzlicht in meinem Nekrotiklabor. Der Raum war hell wie die Sonne. Blutige, weil der Klaus, der muss glaube ich 35 Stück muss der killen, damit wir die Verbesserung machen können, weißt du? Die Klaus-Verbesserung, die brauchen wir. Kommst du? Ah, ja, ich bin auf dem Weg. Okay, also Klaus muss 35 um. Ich weiß nicht genau. Bitte nicht töten. Ja.
ich muss jetzt mal eben hier die Kombination zusammensuchen. Mhm. 37. Soll ich mit, oder? Nö, nö. Du bitte nur den Zombie tingeln und dann leben lassen. Mhm. Ich brauche jetzt ein paar Minuten, weil ich muss erst die scheiß Kombi... Tut mir leid, ich bin ein wenig müde. Jetzt ist Klaus weg. Oh, Klaus ist müde. Ja, ja, ist gut. Sonst killt er mir den letzten Zombie, das will ich nicht. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass du mir den letzten nicht killst. Du machst das ja auch gerne. Siebenunddreißig, elf. Siebenunddreißig, elf, acht. Du weiter tingeln. Ich muss jetzt, leider diesmal muss ich die Wunderwaffe nehmen. Mhm. Aber wir besorgen dir gleich eine. Alles gut. Nach dem Spiel muss ich aber Schluss machen. Vorerst. Nach dem Spiel muss ich auch erstmal klarkommen. Sieh mal einer an! Frische Finger an meinem Abzug. Ich heiße Kerberos. Genug der Förmlichkeiten und ran ans Werk. Nun, das wird sicher lustig. Wenn die Kugeln nicht töten, der wird einfach totgeschwatzt. So, jetzt muss ich Teile für den Heckhelm zusammensuchen. Irgendjemandem ist da ein Kabel durchgebrannt. Eins haben wir. Dann runter zur Geisterstation. Sagte, der Strahl kann fast alles schmelzen. Wenn man damit auf den Boden feuert, erreicht man den Erdkern. Das würde ich jetzt gerne probieren. Was dann? Die Waffe erzählt mir, wenn ich auf den Boden schieße, dann erreicht man damit den Erdkern. So kann man diesen Jugendlichen auch Lärmschutzbestimmungen beibringen. So. Jetzt muss ich zu Klaus, muss den Heckhelm zusammenbauen. Mhm. Du machst das gut, du bist am Tingeln, das ist prima. Ja, ohne Scheiß, das ist viel wert. Gib mir Mühe. Also, dieser Helm ist wirklich fantastisch, wie ich. Ich kann helfen, den Hauptrechner zu hacken, wenn sowas ihr Ding ist. Etobi. Ja. Ach, scheiße. Ja, komm. Ja. Komm zu Klaus. Oh nein. Komm ich zu Klaus. Runter in die U-Bahn, über die Gleise drüber. Ja, ich suche die U-Bahn. Scheiße, ich bin schon wieder hier.